Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, bitte entschuldigen Sie kurz die Störung, aber dies ist der Notfall. Der Notfall besteht in der Klimakatastrophe und dem Artensterben. Wir werden Sie nur ein paar Minuten aufhalten, aber es lohnt sich doch, den Motor abzustellen. 2023 war im weltweiten Durchschnitt das heißeste Jahr der Geschichte. Aber 2024 war bisher jeder Monat bis auf einen noch heißer als 2023. Hunderte Millionen Menschen sind in diesem Jahr brutalen Hitzewellen, brutalen Stürmen und brutalen Überschwemmungen ausgeliefert, wie jetzt gerade aktuell in Osteuropa. Fast täglich sehen wir Bilder von Überschwemmungen im Mittelmeerraum, in China, Indien und anderswo, aber auch in Deutschland und Österreich. Mitten in Deutschland reißen Tornados die Dächer von den Häusern. Die ruhigen Zeiten sind vorbei. Das Leben wird immer mehr von Katastrophen bestimmt. Und die Abstände dazwischen werden immer kürzer. Viele glauben immer noch, ihre Freiheit sei bedroht und sie nicht mehr so viel Diesel durch den Auspuff jagen dürfen, wie sie wollen, und sie nicht mehr so viel in der Welt herumfliegen oder auf Kreuzfahrtschiffen herumgammeln dürfen, wie bisher. Aber das ist lächerlich. Es warten ganz andere Bedrohungen auf uns. Der Hitzetod im letzten Jahr allein in Europa, ca. 50.000 Menschen ereilt. Und das war nur der Anfang. Dürren zerstören die Ernte. Und Hungersnöte drohen nach uns in den reichen Ländern. Die Politik und der Markt werden uns nicht retten. Sie fahren den Kern immer tiefer in den Dreck. Gierige Firmen bieten Scheinlösungen an, wie die Ausbeutung der Tiefsee des Bergbau und damit die brutale Zerstörung des der letzten intakten Lebensräume. Dabei gibt es echte Lösungen. Wir müssen endlich die Verursacher angehen und zur Verantwortung ziehen. Die Fossilkonzerne und die Superreichen, die bei jeder Krise nur noch reicher werden und die große Teile der Medien und der Politik beeinflussen. Wenn wir jetzt nicht konsequent handeln und eine solidarische Notfallwirtschaft organisieren, werden unsere Kinder und Kindeskinder uns verfluchen. Wir, die überleben wollen, müssen aufstehen, müssen in Massen auf die Straße gehen und zeigen, dass wir keine Wirtschaft mehr wollen, die Luxusgüter, Überfluss und Müll ohne Ende produziert, sondern eine, die die Bedürfnisse der Menschen erfüllt, mit so wenig Rohstoffverbrauch und Umweltbelastung wie möglich. Wir sind Extinction Rebellion, der Aufstand gegen das Aussterben. Wir greifen niemanden persönlich an. Wir heißen alle willkommen, die alle willkommen heißen. Machen Sie mit bei uns, schließen Sie uns an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und trotz der kurzen Störung noch einen schönen Nachmittag. Extinction! 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 Rebellion! Extinction!